Nun geht das los. Wollen wir doch mal schauen, ob wir dem guten Stück ein wenig auf die Sprünge helfen können. Hier also die heile Pfeife vor meiner Behandlung. Der eine oder andere hat mir geschrieben, man hätte gar nicht das Grain erkennen können. Ja, ist jetzt auch nicht so viel zu erkennen. Ich sag mal, man kann da, wenn man will, sich da ein paar Bird's Eyes einreden. Aber wie gesagt, ansonsten ein schönes Stück. Schauen wir mal, dass wir den Kopf in Sicherheit bringen. Ich habe in meinem Werkzeugfundus einen 3 mm Bohrer gefunden. Der ist nicht der schärfste, muss ich zugeben. Ich hoffe trotzdem, dass wir oder dass ich mit dem Bohrer Erfolg habe. Das heißt, ich werde mal schauen, ob es klappt. So, ein bisschen aufmachen. Und ich habe mir gedacht, ich lege den Akkuschrauber blank auf den Tisch und führe das Mundstück per Hand zu. Nochmal ein Kontrollblick dadurch. Okay, logischerweise, da wo auch das Logo auf dem Mundstück ist, ist auch dementsprechend der ein bisschen zu weit eingesetzt. Drückt mir mal die Daumen. Donnerschlag, das war's schon. Ein wunderschönes, kreisrundes Loch. Mit Begeisterung stelle ich fest, auch oben hat sich das Logo in keinster Weise bewegt oder verschoben. Das heißt, hier kann man den Krümel schon sehen. Wenn ich mal ganz genau hingucke, schwer zu erkennen, ob der schon angesägt war oder was. Nee, der stand noch blank raus. Also, es hat geklappt. Ihr seht, auch mit Bordmitteln, wie man so schön sagt, ist diese schöne Pfeife wieder in ihren optimalen Zustand gebracht worden. Ganz anderes Zugverhalten, logischerweise, klar, wenn da mitten im Rauchkanal ein Widerstand drin sitzt, kann es nicht funktionieren. Also, das die guten Nachrichten von der wunderschönen Aston Sovereign X. Ich wünsche euch was. Ciao.